Jetzt ist 21. Jahrhundert, der SPD geht es schlecht, wie dem ganzen Land im Übrigen. Es wird schwierig für Deutschland, da auch wieder rauszukommen. Wir sind so ein bisschen in so einer Talsohle. Und man fragt sich, wo sind die Politiker, die das schaffen können? Nicht? Auch man junge, neu, da müssten eigentlich mal neue, hochbegabte, müssen, aber die neue Politikergeneration. Ricarda Lang, Kevin Kühnert, das sind Menschen, für die die Politik der letzte Strohhalm war. Ausbildung nicht gepackt, abgebrochen. Sie studieren Jura, ja. In Heidelberg begonnen, jetzt in Berlin. Warum? Wollen Sie Anwältin werden? Was ist das Berufsziel? Ich bin tatsächlich gar nicht so sehr an dieses Studium rangegangen mit so einem genauen, ich werde Anwältin oder Richterin oder sowas, sondern bei mir war, was mich interessiert hat, war diese Mischung aus logischem Denken und Sprache. 3 Wochen später. Ja. Das Parlament wird immer mehr zum Sozialen. Bei der Wärmepumpe. Ja, ich kann Dieter nur hier nur vollkommen zustimmen. Drauf, die neue Politikergeneration ist wirklich ein komplettes Desaster. Man vermisst ja mittlerweile solche Politikertypen wie Helmut Schmidt extrem, die damals zum Beispiel solche Sätze gesagt haben, die besser 100 Stunden verhandeln, als einen Boden riskieren. Ja? Und wenn wir mal von unseren Neulingen wie Ricarda Lang und Kevin Kühnert sprechen, die beiden haben ihr Studium abgebrochen. Kevin Kühnert hat sich eingeklagt in ein Studium, um es abzubrechen. Ricarda Lang hat 7 Jahre lang auf unsere Kosten, also von BAföG, gelebt und studiert, nur um es dann wieder abzubrechen. Also es ist unfassbar. Ich lese auch immer wieder in den Kommentaren, ja, Kinder, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr nichts werdet, wenn ihr nichts schafft, dann geht einfach zu den Grünen und werdet Abgeordneter oder Politiker. Da seid ihr dann gut aufgehoben. Und das Sprichwort vom Tellerwäscher zum Millionär bekommt im Kontext von Kevin Kühnert tatsächlich eine ganz andere Bedeutung. Man könnte auch sagen, vom Callcenter-Boy zum Millionär, denn über eine Periode von 4 Jahren bekommt der Kevin schlappe 1,1 Millionen Euro. Das sind natürlich die Gehälter, die er als Bundestagsabgeordneter bekommt, aber darüber hinaus auch noch die Gehälter, die er sich aus der SPD-Flasche gönnt und die wir natürlich auch zum großen Teil von ich unseren Steuergeldern finanziert. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.